Hallöchen zusammen und willkommen im neuen Video von mir. Ich habe hier diesen Blog, den Dream Pastels, ganz neu gekauft. Diesen Monat bei Action. Also schließlich, also hier Mai, ne? Mai 2022. Und ja, ich fand ihn so schön. Ich musste ihn mitnehmen. Und hier ist so ein kurzer Einblick über die Seiten, die es so gibt. Vielleicht kennt der eine oder andere den ja schon. Ich gucke ja auch nicht alle Action-Hauls. Das schafft man ja von der Zeit her nicht, ne? Genau, aber auf jeden Fall ist hier sehr viel Grün, Grau, Rosé, Aprikot, so ein bisschen Rauchblau auch mit bei. Und ja, ich habe damit sage und schreibe 35 Karten gemacht, also echt viel. Ich habe auch wieder die ganze Woche dafür gebraucht, hat irgendwie nicht wieder anders geklappt, dass ich irgendwie 2 Videos in einer Woche schaffe. Aber naja, so ist es halt, ne? Fangen wir einfach mal an. Und zwar mit der Karte 1 bis 3. Es sollte eigentlich Karte 1 bis 4 werden. Habe aber dann mit den Novo Drops, also mit diesen hier, ist ja nicht der Novo, das ist der Cosmic Shiver Vintage Sage, also auch so ein Drop, habe ich dann so gekleckert, dass ich mir die ganze Karte versaut habe. Dementsprechend ist nach diesem Layout nur 3 Karten entstanden, obwohl ich ja alles so schön vorbereitet habe, wirklich bis zum Ende war die Karte fast fertig und dann der Drop ruinierte mir alles. Also ich habe diesen Kartenlayout schon mal gebastelt, 1-2 Mal sogar. Aber falls du noch nie ein Video von mir gesehen hast, ja, sage ich ein paar Worte dazu. Ich habe hier einfach ein Designpapier genommen und habe mir einen schmalen Streifen von dem gleichen Papier nochmal abgeschnitten. Und dann habe ich das einmal umgedreht und habe es hier auf der rechten Seite platziert. Wie breit der Streifen ist, das entscheidet jeder für sich selbst. Ich glaube, bei mir ist es jetzt irgendwie so ein Viertel-Inch ungefähr. Pi mal Daumen. Ich habe nicht mal gemessen. Das mache ich nicht so oft. Ja, und dann habe ich mir hier die 3 Sukkulenten rausgesucht. Die habe ich mit so einer gestitchten quadratischen Stanze durchgekugelt. Man kann einfach auch so quadratisch schneiden. Und dann ordne ich mir das so an. Das, wie gesagt, habe ich schon häufiger gemacht. Und manchmal ist es ja so, dass ich da einfach in den Quadrat was reinklebe. Diesmal ist das Motiv ja schon drauf. Und ich habe es mit 1 mm Foam-Tape, klebe ich das erhöht auf. Genau, und unten kommt so ein schmaler Spruch. Das ist jetzt auch direkt aus dem Block selbst. Bei den Karten habe ich noch die Sprüche benutzt. Und Step by Step habe ich dann meine eigenen Stempel nur verwendet. Obwohl ich mir das immer vornehme, ein paar mehr davon zu benutzen. Weil das ist ja so schön, dass da so Sprüche mit bei sind. Da sind durchaus Sprüche mit bei, die man so zum Geburtstag nehmen kann. Auch ganz viel für Scrapbooking-Layout und so. Aber ja, ich glaube, ich habe das nur bei diesen 3 Karten verwendet. Jo, und nachdem ich diesen Drop hier aufgetragen habe, zeige ich euch noch die anderen 2 Varianten. Die 4 ist, wie gesagt, im Müll gelandet. Wir haben eine lilane und noch eine grüne. Ach, das Grünton ist echt schön. So, jetzt kommen wir zu einer DIN-Langkarte. Ich habe schon super lange keine DIN-Langkarten mehr gemacht. Da verbraucht man auch ganz schön viel Material. Und weil ich die neuen Action-Stanzen verwenden wollte, ja, hat sich das gut hier angepasst. Man muss ja auch kaum Cardstock verwenden, weil in diesem Block sind so viele unifarbene Papiere mit bei, die so super mit diesem Designpapier zusammenpassen. Ja, das ist auch unter anderem ein Grund, warum man so viel verwendet hat, denn sonst würde ich ja für die ganzen Mattungen ja Cardstock nehmen und kein Designpapier, aber hier passt das wieder so toll, sodass ja, ganz schön viel Papier aufgebraucht worden ist bei diesen ganzen Karten hier. Seht, benutze ich hier wieder meine Buchstabenstanzen und möchte mir da ein Happy reinstanzen. Das Börste habe ich ja schon fertig ausgestanzt, in so cremeweiß. Und hier arbeite ich auch mit meinem Lineal als Hilfe, damit es ein bisschen gerader wird. Und meine Magnetic-Matte von Weston Creative, die hilft mir dabei echt enorm. Das macht dann so Spaß. Aber es ist halt eben so, die fängt schon an, so außen zu wellen. Und wenn es dann zu stark ist, macht das Stanzen auch keinen Spaß. Und das ist dann so für mich ein Punkt, wo ich dann wirklich eine neue bestelle, wo ein anderer vielleicht sagt, nee, man kann es noch lange benutzen. Aber dann macht mir das Durchkugeln ja keinen Spaß mehr. Und dann, ja, bestelle ich eine neue. Ich weiß aber, dass Craftelier auch eine rausgebracht hat in rosa, die magnetisch ist. Vielleicht mal gucken, vielleicht bestelle ich auch mal die. Aber bei Craftelier ist es immer so eine Sache, man muss auch 100 Euro bestellen, wenn man keine Versandkosten hat. Deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich das demnächst mal bestellen werde. Ja, genau. Also, ne, Designpapier in Uniform schon auf die Langkarte aufgeklebt. Jetzt kommt mein anderes Designpapier aus dem Block. Und an die Langkarte ist ja hier ungefähr 10 x 21 cm und die ganzen Mattungen sind halt eben ein bisschen kleiner. Ja, mir ist gerade ein bisschen warm hier.
So, dann klebe ich das hier auf mit Hilfe von Flüssigkleber, weil da so viele kleine Teile sind, die man mit aufkleben muss. So, und jetzt bei den ganzen Buchstaben, wo da drin so ein kleiner Stöpsel rausgefallen ist, den muss ich hier wieder reinkleben, damit es ordentlicher aussieht. Und das mache ich so, indem ich einfach den Buchstaben da reinsetze und dann das kleine Pinöppelchen da reinklebe. Bei den P's muss man ein bisschen aufpassen, ne? Weil wir benutzen ja zweimal das P und damit das Innenteil auch richtig das Richtige ist, ja, am besten so sortieren. Hier war das P ja schon, das Innenteil war, hat ja noch drinnen geklebt und das hat es mir hier leichter gemacht. Um die Innenteile drinnen kleben, möchte ich gerne die Buchstaben erhöht aufkleben. Ich nehme hier diese dünnen Strips von, also Foam Strips von Amazon. Die sind nicht ganz 2 mm hoch. Also fast 1,8 steht irgendwie auf der Internetseite. Genau, und ja, da beklebe ich jetzt erstmal fleißig alle Buchstaben. Werde aber das nicht alles hier mitfilmen, weil es wird sonst einfach zu langweilig. Ich habe auch mal mitgeschaut. Ich habe irgendwie 2,5 Stunden Filmmaterial und habe es jetzt sage und schreibe auf fast 50 Minuten gekürzt. Also da musste ich schon ein paar Sachen wegschneiden, damit wir hier keine 2-Stunden-Video haben. Ja, und nachdem ich hier überall Foamthemen aufgebracht habe, löse ich natürlich die Trägerfolie ab und klebe es dann wieder so leicht versetzt in die Stelle zurück, wo der Buchstabe hingehört. Ja, hier das P, ne? Und noch eins. Oh, einen Moment, mein Sohnemann. So, und das Y. So. Okay, und jetzt nehme ich den Spectrum Noir Glitzerstift und beglitzere jeden Buchstaben. Das habe ich bei der allerersten Karte nicht gemacht, aber das ist ja nicht so schlimm. Ist ja manchmal so, ne? Da kommt man manchmal gar nicht drauf. Genau, ich beglitzere es, dann ist es ja schon schön erhöht und es funkelt auch so toll. Und dann gehe ich mit einem, ich komme gerade auf den Namen nicht, mit dem Crystal Glaze von Nouveau. Das ist halt immer so ein sehr flüssiges Medium, was halt eben glänzend trocknet. Aber vorher will ich noch das Birthday aufkleben. Das habe ich ja schon ausgestanzt und drunter kommt einfach wieder Designpapier in der gleichen Farbe wie meine andere Mattung von Action, sodass man das Birthday besser lesen kann. Ja, die Stanze benutze ich auch super gerne. So, jetzt habe ich kurz überprüft, ob es trocken ist, mein Glitzer. Trocknet ja relativ schnell. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ist da Wasser oder Alkohol oder eine Mischung aus beidem? Also riechen tut das ja nach nichts, ne? Aber ja, würde mich schon interessieren. Ja, wüsste ich nicht. Vielleicht weiß es ja einer. So, glitzert echt sehr schön. Es glitzert so weißlich, ne? Genau, und jetzt kommt da eben der Glaze drüber. Einzige Doofe ist immer, wenn ich beim Reinstecken, ruiniere ich mir immer den Pinsel. Habe ich gerade festgestellt. Das sind hier 2 Haare, die so abstehen. Ja, okay. Nicht so wichtig. Okay, genau. Ich gehe da gut mit einer guten Schicht drüber. Wird halt eben ganz leicht gelblich, aber irgendwie ist es allgemein bei diesen Gläs-Sachen so. Ich hatte ja vor den von Ranger. Wie heißt er denn? Oh, ich habe es vergessen. Ich vergesse immer. Glossy Accents. Genau, Glossy Accents. Der wurde auch zum Schluss immer gelb, gelb, gelb. Und dieser hier wird auch ganz leicht gelblich. Also man muss den benutzen, sonst ja, wird das nicht besser. Ich dachte ja, weil er nicht in einer durchsichtigen Verpackung ist, dass ich damit umgehen kann, aber ich merke schon einen Unterschied. Es ist nicht mehr ganz so durchsichtig, wie es am Anfang war. Genau, jetzt gucke ich mich irgendwie alle Luftblasen ja, sozusagen rausgepult habe. Ein paar dürfen bleiben, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, und jetzt hole ich meine durchsichtigen Glasperlen oder Glashalbperlen sind das und packe da noch so 3 Stück hin. Ist ja schon sehr viel los dann auf der Karte. Naja, das Designpapier ist seitdem auch sehr wild, ne? Aber ich finde das sehr, sehr schön. Also mir gefallen die Farben so gut. Genau. So, und dann trocknet das dann schön fest und dann bin ich mit der Karte fertig. Ich sehe doch gleich noch die anderen 3 Beispiele. Das wäre, glaube ich, meine erste ohne Glitzer. Das ist die mit Glitzer, bin ich der Meinung. Aber so gut sehen kann ich das nicht. Und hier noch einen Aprikot
Und hier noch eine mit so ein bisschen grün. Da habe ich die Karte aber selbst gestaltet in so einem Cremeton. So, jetzt kommen wir schon zu Karte 8 bis 13. Ja, davon habe ich ganz viele gemacht. Genau 6 Stück. Jo, da bereite ich mir alles vor. Ich habe hier diese Kärtchen wieder rausgeschnitten aus diesem großen Blatt Papier. Und da habe ich mir gedacht, stempel ich direkt auf mein Kärtchen drauf. Ich entscheide mich doch noch einmal und drehe es einmal um. So, und dann nehme ich hier einen Stempel von FGO. Und was wird das jetzt für ein Spruch? Schon ein bisschen lange her. Zum Geburtstag wahrscheinlich, ne? Jo, genau. Das stempel ich auch in schwarz. Ja, jetzt kommt er eigentlich relativ gut zur Geltung hier. Ja, und dann matte ich das mit diesem dunkelgrünen, ich sag jetzt mal Designpapier, weil es ja in diesem Designblock drin ist. Normalerweise würde ich ja sonst Cardstock dafür verwenden, aber das passt ja so super, weil, ja, ich bin ja ganz begeistert. So, und dann, nachdem ich das hier aufgeklebt habe, trimme ich mir noch hier die Ränder ab. Ja. Und hier haben wir ein anderes Designpapier und hier noch eins. Das ist so ein, ja, so ein zartes Rosa, gepunktet mit, also die Punkte sind weiß. Ich habe ihn unten in der unteren Hälfte aufgeklebt. Ja, dann gucke ich irgendwie, ob es gerade ist. Irgendwie, ja, ich habe manchmal so einen Knick in der Optik oder liegt daran, dass die Ansicht so von der Seite irgendwie fehlerhafte für mich erscheint. Auf jeden Fall überprüfe ich das manchmal mit einem Lineal, ob das gerade ist. Jo, und jetzt nehme ich diese Nail Strips. Die sind ja ein bisschen fummelig, ne? Also ich habe jetzt rausgeschnitten den Teil, wo ich versuche, das Band, den Bandanfang zu finden oder Linienanfang. Ja, und hier habe ich mich halt eben für schwarz entschieden. Ich weiß nicht, da irgendwie, glaube ich, 10 Farben von bestellt. Und ja, also es geht, aber ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich, glaube ich, das nicht nochmal bestellen würde. Auch wenn ich jetzt gesehen habe, dass es auch 2 mm gibt. Da war schon die Verführung, Großes zu bestellen, um zu testen, ob das irgendwie besser ist oder leichter ist in der Bedienung. Aber naja, mal gucken. Man ändert auch seine Meinung, ne? So nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wenn ich es doch nochmal bestelle. Also nachdem ich das aber jetzt aufgeklebt habe, diese Nailart, Nailstrips, ne, es bringt ja so ein bisschen auch das Rosene zur Geltung. Und ich dachte, schwarz ist okay, weil zum Geburtstag ist er auch schwarz gestempelt. Ich liebe ja schon sehr Ton in Ton, aber jetzt so diesen Grünton hätte ich jetzt nicht nochmal nachempfinden können. Und das Matten wollte ich auch nicht, denn es sind ja schon einige Lagen auf der Karte drauf. So, was für eine lange Erklärung. Ja, was ich, glaube ich, vergessen habe zu sagen, die meisten Karten, nee, eigentlich alle Karten sind zu 100%, nee, außer die lang. Siehst du? Nee, bei 3 die lang Karten habe ich ja fertige Kartenrolling verwendet. Der Rest ist alles selbst zugeschnitten und gefalzt. Hier ganz oft habe ich dieses Aquarellpapier von Action benutzt. Ich mag es ja unglaublich gerne, die Haptik, also wenn man das so in der Hand hat, fühlt sich unglaublich toll an. Man muss halt eben gucken, wegen dem Weißegraden, es ist ja so ein bisschen gelblich, wenn man Designpapier hat, wo viel weiß ist und das Weiß sehr stark sich absetzt von deiner Karte, dann, ja, finde ich, ruiniert das so ein bisschen die Optik, deswegen lasse ich das dann manchmal. Aber hier hat das ganz gut gepasst, es ist auch relativ wenig Weiß in diesem Designpapier, deswegen konnte ich das gut verwenden und freue mich dann auch immer, weil es A, günstig ist und B, ich das total gerne mag. Das Aquarellpapier von Action. Ist auch 300 Gramm schwer, ist ja voll mein Ding, ne? Ist schwerer, ist stabiler Karton. Karton ist das nicht, aber es ist schon ein bisschen stabiler, ne? Jo, Entschuldigung, die Schnelligkeit mal wieder. Ich habe mich hier wieder für Glasperlen entschieden. Das mag ich ja bei Blumenmotiven sowieso sehr gerne sehen. Ja, es sieht ja dann aus so wie Wasserperlen. Und ich habe mich hier für 3 auf der Blume entschieden. Oder es ist nicht Blume, es ist, glaube ich, diese Sukkulente. Und 2 nach unten. Und ihr seht hier noch 2 im Querformat. Da dachte ich mir, dieses Layout kann man auch im Querformat verwenden. Und einmal halt eben im Hochformat, wie ich auch eben abgefilmt habe, die Karte. Genau, die Pippi ist wieder da mit ihren schönen braunen Händen. Ach, die wird so schnell braun, die Maus. So, Karte 14 bis 19 wird eine Zutaufe-Karte. Bei dem letzten Video habe ich ja eine gemacht für Jungs. Also, naja, es war so ein Mint hellblau. Kann man sehen, wie man mag. Aber jetzt, diesmal werden es seitdem 6 Karten in rosa. Und ich hatte ja diesen unifarbenen, rosanen
Cardstock und fand es aber ganz schön langweilig, das nach diesem Layout das so zu machen. Also habe ich mich dafür entschieden, mal ein Prägefolder zu nehmen. Und dann wird das ganze Papier so angenehm weich und wahrscheinlich ist es aber auch so ein bisschen so die Optik. Es sieht ja auch aus nach einer Decke. Ne? Ich habe eigentlich diesen Embossing-Folder gekauft für Weihnachtskarten, Winterkarten. Ich dachte so eine Weihnachtspulli, aber jetzt, es könnte auch eine Babydecke sein. Und die Püppi ist, glaube ich, komplett bei diesen Kartensketch mit dabei. Sie hat da so meine Perlenkiste sortiert und ja, und auch meine Acrylblöcke und hat mich immer überzeugt, versucht zu überzeugen, dass ich diese rosanen Glitzerperlen nehme. Ich habe gesagt, aber nee, das geht nicht, ich nehme die weißen Perlen, das passt einfach besser. Naja, so diskutieren wir beide und nebenbei entsteht dann die Karte. Ich habe auch wieder Action Aquarellblock genommen für meinen Spruch zur Taufe, aber auch für die Karte. Ich habe diesmal das, also häufiger mal das Stempeln weggelassen, weil wir haben echt sehr viel Filmmaterial gehabt. Und habe diesen gewellten Rand, also diesen Kreis mit dem gewellten Rand, so ein Glitzerpapier in weiß ausgestanzt. Oder durchgekurbelt, besser gesagt. Und das Designpapier ist wieder so ein Fähnchen, das ist 2 Inch breit und mit meiner Stanze. Einmal klack und dann haben wir ein hübsches Fähnchen. Jo, ich habe dann wieder das weiße Band wiedergefunden von Action. Ich hatte doch noch ein bisschen mehr davon. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, ich habe es aufgebraucht. Wahrscheinlich dachte ich das auch, aber ich habe dann in einer anderen Tüte nochmal das gleiche Band gefunden. Und das ist 100 Pro von Action dann. Ja, deswegen verwende ich das hier wieder. Ich nehme ein Stück Sticky Tape, damit das mir nicht wegrutscht hier. Und die Kleine macht mich ein bisschen verrückt. Aber ich versuche, ruhig zu arbeiten. Im Nachgang kann man dann halt eben einige Patzerchen oder Momente, wo wir halt eben gerade, wo gerade nichts passiert ist, weil wir uns unterhalten, dann einfach wegschneiden. Ne? Das ist mal der Vorteil nach diesem später Besprechen. Ne? So. Und ja, genau, da die findet die ganz toll. So, genau, dann klebe ich mir das hier schon auf. Und jetzt ja, hilft sie mir, die Acrylblöcke darauf zu packen. Es ist ja Glitzerpapier. Und Glitzerpapier braucht ja auch Moment, um anzuziehen. Deswegen habe ich ja den Kreativ-Bunt-Klebeband benutzt und Flüssigkleber, um einfach sicher zu gehen. Und jetzt schneide ich mir noch ein Stück von diesem weißen Band ab. Und binde mir damit ein Schleifchen. Ich hätte ein bisschen mehr nehmen können. Ich hätte da ein bisschen Schwierigkeiten. Man schneidet zwar immer so viel ab und schmeißt es weg, aber wenn das Stück Band zu klein ist, macht das einen unglaublich schwer, ein Schleifchen zu binden. Also lieber ein bisschen mehr nehmen. Jo! Und dann wird dieses gesamt geklebtes Paketchen hier, Bündel Papier, auf die Karte aufgeklebt. Ich drücke mal gut an, weil das ist im Embossing-Folder, da ist jetzt eine richtige Struktur drin. Und das soll ja gut auf der Karte kleben. So, nachdem ich alles angedrückt habe, sehe ich, dass ich da unten ein bisschen zu viel Rand übrig gelassen habe. Also schneide ich den ein bisschen weg. Und ja, jetzt klebe ich mein Schleifchen mit Flüssigkleber fest. Irgendwie war ich gerade in dem Flummel Flüssigkleber und hatte jetzt keine Lust, die Drops rauszuholen. Wie nennen sie sich? Nicht Drops. Ach ja, ich habe wieder meinen toten Punkt. Ich glaube, ich brauche wieder einen Kaffee. Kann wieder nicht denken. Aber ich muss das jetzt... Nee, Glue Dot. Jetzt habe ich es. Glue Dot. Mensch. So, aber mit dem Flüssigkleber geht das auch. Und hier mit, ich platziere immer die Perlen so ein bisschen in die Lücke rein, damit die auch an den Kleber haften können. Ich nehme auch hier ein bisschen mehr Kleber, damit, ja, ist einfach Struktur da, ne? Genau, jetzt seht ihr, das war meine erste Karte. Ich habe noch mit so einem Stencil bin ich rübergegangen, aber dann dachte ich so, nee, sind mir einfach zu viele Punkte. Ich habe sie jetzt nicht weggeschmissen, ich habe sie jetzt behalten, aber bei den anderen Karten habe ich das weggelassen. Ist ja immer so, weil ich mache ja die erste Karte als Prototyp und dann kommen ja die anderen hinterher. Ja, und hier habe ich wieder ein Gameboy zusammengeklebt. Ich fand das ja so toll, das hat mir so viel Spaß gemacht und die Chefin war auch total begeistert. Und ich bin so, mache ich nochmal 3. Ich habe halt eben die ganzen Gameboys schon vorher festgeklebt. Ne? Nebenbei höre ich ja, wie gesagt, meistens mein Hörbuch
oder die Kids sind da und dann kann ich natürlich nichts hören. Und dann ja, kurbel ich alles durch, klebe das zusammen und jetzt im Video selbst seht ihr nur noch, wie ich das alles zusammenklebe. Einziger Unterschied zu meinem anderen Video ist, dass ich hier noch einen Stencil nehme und weil ich einfach die total vernachlässige. Und ja, jetzt habe ich mal eins wieder verwendet. Ne? Fühlen sie sich nicht so vernachlässigt und weinen nicht so doll rum. Und habe hier so einen gelben Stempel mir rausgesucht von Distress Oxide. Ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen. Ne? Den habe ich natürlich auch gerade weggeräumt, weil ich wieder so schön alles wieder aufgeräumt habe hier. Ja, tut mir leid. Aber irgendwas mit Scattered, ach nee, tut mir leid, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall habe ich den verwendet. Gelb und Grau passt ja auch, wie ich finde, ganz gut zusammen. Also so Senfgelb und Grau. Ich finde so ein Yellow-Gelb oder so ein leuchtendes Gelb. Naja, muss jeder selbst entscheiden. Ne? Also, ja. Und wie in meinem letzten Video genau gleich, habe ich diesen A6-Aufleger ganz normal zugeschnitten und da, wo ich den Stencil verwendet habe, das ist eine Stanze von J.M. Creation. Nennt sich Rahmen 2. Für mich sind das Wonky-Rahmen. Ja, irgendwie so ein bisschen uneben, ne? Die mag ich ja total gerne. Und die haben so einen genähten Rand. Das klebe ich auch natürlich total schief auf. Das muss so sein. Das gefällt mir auch gut. Und ja, jetzt kommt dann noch mein Gameboy oben drauf. In der Mitte habe ich wieder alles Gute zur Jugendweihe. Wieder mit, also getippt mit auf ein Word-Dokument und dann einfach ausgedruckt auf ja, Kalamondi-Papier, den mag ich ja so gerne. Ne? Der Drucker zieht es auch gut an, weil es halt eben so schön glatt ist und man kann darauf auch kolorieren und ja, also ich mag das Papier gerne. Deswegen ist auch die A6-Karte auch mit Kalamondi gemacht worden, weil der weiße Grad sich sonst krass unterscheiden würde. Jo, dann ist die Karte fertig und wie ich ja vorhin meinte, ich habe davon genau 3 Stück gemacht. Also wirklich sehr, sehr glattes Papier. So, jetzt kommen wir zur Karte 23 bis 26. Und ich kann mich ja irgendwie nicht wirklich so entscheiden, aber das ist so auch eins meiner Lieblingskarten. Ja, eine goldene Matte mir genommen, so dieses Sticker, diesen hat die von AliExpress. Ich habe einen Tag von dem gleichen weißen Papier mir genommen, und zwar das Action Aquarellpapier ist das in diesem Fall. Und zwei Designpapiere, die super miteinander harmonieren. Das eine ist halt eben so olivgrün, würde ich sagen, und das andere ähnlich, ne? Mit so einem Blättern. Und ja, auf dem Tag möchte ich gerne stempeln, und zwar für dich. Das ist ein Stempelset von Craft Emotion. Und ich nehme hier von Versafine Spanish Olive, nennt sich die Farbe. Benutze ich wirklich ganz, ganz selten, weil selten passt dieser Grünton mal. Aber ich finde, diesmal passt es zu diesem Sticker perfekt. Und ja, deswegen habe ich die verwendet. Und ich möchte gerne noch ein bisschen Gold mit einbeziehen, denn in meinem Sticker ist auch Gold mit bei. Und dann habe ich von meinem goldenen Stempel genommen und nur oben so ein bisschen damit eingetupft, meinen Stempel. Und dann abgestempelt. Deine Stempelhilfe ist das wirklich super easy dann gemacht. Und oben habe ich dann einfach dieses Für mit Washi-Tape abgedeckt, damit ich dieses Dich oben auch so ein bisschen andippen kann mit Gold. Dann reinige ich noch meinen Stempel und dann sind wir mit meinem Tag schon fertig. Ich habe jetzt zwei Designpapiere und insgesamt sind sie ja ungefähr 9,5 Pi mal Daumen. Also ne, da messe ich ja immer nicht so groß nach. Man kann sie natürlich auch zusammenkleben und dann dazwischen Papier kleben. In diesem Fall habe ich mich aber für diese Methode entschieden, dass ich einfach meine Mattung schon in Gold nehme und dann die Papiere so zusammenklebe, dass in der Mitte ein kleiner Schlitz entsteht. Dieser Schlitz ist seitdem nicht bei jeder Karte gleich bei mir, denn ich bin ja keine Maschine und messe halt eben nicht so wirklich nach. Ja, aber hier ist halt ziemlich schmal, mal ist ein bisschen breiter, aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlimm. So, dann klebe ich mir das schon auf meine Karte auf. Und habe da so ein bisschen zu viel Rand gelassen auf einer Stelle. Und das schneide ich mir einfach ab. Genau, zu diesem Tag gehört auch noch so ein Schleifchen. Das ist saures Papier. Habe ich mir jetzt in dunkelgrün ausgestanzt.
habe ich irgendwie die eine Karte verloren. Ich hatte davon 4 Stück. Ach nee, hier ist es ja. Genau, weil ich habe da nämlich ein bisschen rumgespielt bei den Karten. Ich habe einmal, hat jemand das so, wie ihr gesehen habt, gemacht. Ne? Grün und oben einfach mit goldenen Stempel. Und dann habe ich bei 2 Karten noch oben mit Versamark gestempelt und dann mit einem goldenen Embossing-Pulver bin ich dann rübergegangen. Ich hoffe, man kann es auf einem größeren Bildschirm gut erkennen gleich. Ich in meinem Bildbearbeitungsprogramm hier konnte es nicht so gut sehen, deswegen erwähne ich das mal. Und diese Perlchen, die ich hier mache, ist auch wieder Cosmic Shimmer Vintage Sage, ne? Ja, so heißt die Farbe. Genau, jetzt seht ihr hier auch den Unterschied zwischen feucht und trocken. Es trocknet nämlich so satiniert. Ja, und hier ist das Emboste, die Emboste-Variante, ne? Jo, jetzt kommen wir schon zur Karte Nummer 27. Eine 13x13 Karte ist nur eine geworden, denn ich habe nur einen Briefumschlag, der diese Kartenform reinpasst. Also man kann natürlich auch die Briefumschläge selbst machen. Ja, aber ich irgendwie weiß ich auch nicht, macht mir das nicht so viel Spaß, Briefumschläge selbst zu machen. Ich mache dann lieber was anderes. Und ja, wenn ich halt eben nur einen Briefumschlag habe, dachte ich mir, mache ich auch nur eine Karte. Ich verschenke auch meine Karten meistens, also fast immer nur mit Briefumschlägen in einer Tüte drin. Ja, deswegen, ja. Ist nur eine Karte geworden. Ist aber nicht so schlimm. Denn die war auch ein bisschen tricky, denn ich dachte, ich benutze wieder die Fensterstanze von Action. Und da ist auch so eine hübsche Mattung mit bei, die ist auch so genäht. Ja, und bei mir war leider so ein Fehler drin. Da war so ganz viel Gewuschel. Und immer wenn ich das durchgekurbelt habe, hatte ich immer ein Loch in mein Quadrat. Also habe ich die Stanze weggeschmissen und dachte mir, was mache ich denn jetzt damit? Ich hatte schon alles vorbereitet sozusagen. Also ja, verwende ich nur meine einzige Mattung hier, wo die 4 Quadrate drin sind. Die Stanze macht ja auf diese 4 Quadrate rein. Und dann ist das so. Ja, dann ist das eine sehr, sehr schlichte Karte. Ich habe noch irgendwie kurz überlegt, ja, machst du um den Kreis herum noch ein paar Blätter oder so? Aber dann wollte ich auch diese Quadrate hier nicht alle komplett verdecken. Die sind ja auch ziemlich klein. Die habe ich auch in 4 unterschiedlichen Designmustern ausgekurbelt und deswegen habe ich die alles verworfen und dachte mir, das wird hier einfach eine ganz schlechte Karte. Man kann sie auch dann gut für Männer nehmen, ne? Weil die, oder weiß ich nicht, aber wir gehen ja mal davon aus, die mögen kein Shishi. Aber ich weiß es ja nicht. Denn so eine Männerkarte oder Karten für Männer und Jungs kaufen doch sowieso Frauen. Und die wollen ja Shishi haben, oder? Ich weiß ja nicht. Also ich mag Shishi und Klingling und Bling Bling. Aber ich, wie man gesehen hat, kriege ich das auch manchmal hin, eine Geschichtekarte zu machen. Habe dabei trotzdem meinen Spaß, auch wenn die mich ein bisschen geärgert hat. Aber ja, so. Jetzt habe ich meinen einzigen 13x13 Briefumschlag endlich mal verwendet. Der lag ganz lange hier, ganz einsam rum, zwischen den anderen, wie sagt man denn, B6-Umschläge? Ja, ne? Ach, ist egal. C6, ich glaube so rum. So, na auf jeden Fall habe ich meine Quadrate mit 1 mm Klebepads erhöht und mein Alles Gute, das sind 2 mm, dann ja, hat man so ein bisschen stufenmäßig drin. So ganz leicht. Und jetzt suche ich meine Verzierungen, meine Perlen. Ich habe noch so weiß in matt und die sind jetzt irgendwie gar nicht drin. Also sind sie irgendwo auf meinem Schreibtisch. Der ist dann beim Basteln ein kleines bisschen chaotisch, auch wenn ich versuche, immer Step by Step mal vieles wegzuräumen, was ich dann doch nicht verwenden will, weil dann hat man einen besseren Überblick. Also ich persönlich werde immer ordentlicher beim Basteln. War früher gar nicht der Fall. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist. Also wenn ich so Alben gebastelt habe, war das immer ein richtiger Chaos. Die habe ich auch schon wieder länger nicht gemacht. Aber bei Karten werde ich immer ordentlicher oder immer routinierter vielleicht auch. Ja, ich weiß nicht, wie geht es denn dir so? Absolutes Chaos oder auch so mit Struktur? Also so ganz ordentlich ist es natürlich auch wieder nicht, ne? Oh, wir sind schon bei Karte 28 bis 29. Olga, ranhalten hier. So, das wird eine B6-Karte, ne? Wie ihr seht, ne, von DM habe ich mir die Karten mal gekauft gehabt. Die sind so leicht cremig. Die haben auch schon Briefumschläge drin, denn mein großes Problem ist ja, schöne Briefumschläge zu finden. So dünne finde ich ja schon, aber so etwas schönere, das finde ich ein bisschen schwierig. Zu teuer sollen sie natürlich auch nicht sein. Naja, auf jeden Fall ist diese Karte 12x17 cm und hat eine Stärke von 210, also schon ziemlich leicht. Aber da ich eine Kartenvariante nehme, wo ich innen drin auch Designpapier verwende, hat mich das nicht so gestört oder nicht so gut. Wie würde mein Sohn sagen? Juckt mich nicht. Voll schlimm, der sagt das so oft am Tag. Oh weia. Naja, diese Kartenart habe ich schon, glaube ich, über ein Jahr nicht gemacht.
Was man da macht, ist folgendes. Ich habe es in der 6 schon mal gemacht, aber ich glaube nicht mitgefilmt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es schon mal gezeigt. Also ich lege es einfach an, weil 12x17 passt nicht ganz auf meine Hebelschneider. Und suche mir das so raus, dass es in meiner Karte selbst dieses Papier ist. Dann habe ich ja die Karte, diesen einen Flap, also vorne, ne, habe ich ja ein bisschen weggeschnitten. Oh Mann, es quietscht so. Peinlich, peinlich, peinlich. Tut mir leid. Ich habe das vorne ja abgeschnitten und dann habe ich halt dem, wie sagt man denn das? Ja, 2,5, circa 6 cm habe ich vorne abgeschnitten. Und da lege ich mir auch das Designpapier an und schneide es so zurecht. Und jetzt nehme ich die alle drei zusammen, damit sie alle die gleiche Länge haben. Und dann beklebe ich sie überall. Also es sind so Karten, wenn man viel Designpapier hat und man weiß nicht so recht, ach Mensch, das wird mir alles zu viel. Also diese Kartenform oder Art verbraucht sehr viel. Papierstoffiges. Hallo Ingrid, falls du zuschaust, hat auch dazu ein Video mal gemacht. Ja, das ist ein bisschen ordentlicher, das ist eben so ihre Art, ein bisschen ordentlicher alles erklärt, auch in Zentimeter. Falls ich vergesse, dieses Video zu verlinken, bitte erinnert mich daran. Ich habe ja auch so viel im Kopf und manchmal, ich versuche mir immer alles aufzuschreiben, was ich machen will, aber dann vergisst man das ja und ich bin ja so ein Plappermaul hier, ne? Also, wenn ich das vergessen sollte, dann bitte erinnert mich daran, ich verlinke ihr Video. Quietsch, quietsch. Auf jeden Fall klebe ich hier Designpapier auf mein, ich sag jetzt mal Flap, ne? Das ist ja irgendwie die Hälfte von einer B6-Karte. Und dann auf den, ich habe mich jetzt spontan für das Dunkle entschieden. Weiß ich auch nicht warum. Fand ich jetzt irgendwie schöner. Bei der Planung war das irgendwie das Helle rangedacht. Deswegen habe ich auch dreimal von diesem dunklen grünen Papier genommen, was im Designblock drin ist, für meinen Rahmen. Und dreimal, wenn man es von außen, wenn man es aufklappt, von innen nochmal sieht und von der anderen Seite nochmal sieht. Ich glaube, man sieht es gleich besser. Also ich habe die beiden zusammengeklebt, Designpapier und meinen Rahmen. Jetzt markiere ich mir, wo ich Kleber auftragen muss. Und dann klebe ich das hier auf meine Hälfte auf. Genau. Und dann auf der Rückseite auch. Und dann, ja, habe ich ja auch wieder entschieden für das Dunklere. Ich finde es auch total schön. Ich bereue es auch kein bisschen, dass ich das so verwendet habe. Genau, dann versuche ich das so anzulegen, dass das von dem, mit dem Innenteil harmoniert. Ja, die Cut dauert ein bisschen, ne? Das muss man schon sagen. Ich habe davon auch zwei gemacht. Also ich wollte eigentlich noch ursprünglich eine dritte, habe dann aber, wir sind ja schon ziemlich am Ende, ne? Du hast ja schon eine halbe Stunde mit mir Zeit verbracht. Ne? Kannst dir doch vielleicht auch vorstellen, dass schon ein bisschen Designpapier aufgebraucht ist. Und ich habe irgendwie nichts, was zusammenpasst, gut gefunden. Also ich wollte mindestens drei unterschiedliche Designpapiere dann drin haben, ne? Also das in mein Oval und dann in drinnen und außen und es hat irgendwie nichts mehr so richtig gepasst, deswegen bin ich nur bei zwei geblieben. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, genau. So, jetzt innen habe ich jetzt auch schon mein Oval aufgeklebt, weil das wäre nicht schön gewesen. Also wäre das Cardstock gewesen, hätte mich das nicht gestört, aber dieses Designpapier hinten, das fand ich nicht schön. Deswegen habe ich jetzt noch ein, also ne, drei Ovale mit drei Rändern ausgestanzt. Und so könnte man da und da noch was schreiben. Kann das natürlich auch aufgeklappt stehen lassen. Ja, also man hat jetzt zwei Halbkreise. Nein, nicht Halbkreise. Man hat jetzt zwei Ovale, wo man seinen Text runterschreiben kann. Man könnte auch da noch was stempeln, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe seitdem vorne schon was zu stehen. Jetzt halte ich hier gut fest und klappe dann den hinteren Teil nach vorne, damit es einigermaßen vorne und hinten gleich ist. Und dass man, wenn man es aufklappt, ah, da ist ja noch ein Oval. Ne, so auf die Art. Ich finde, sieht auch ein bisschen aus wie ein Spiegel. Ne? So, ich habe ja etwas abgeschnitten. Zweimal, weil ich die Karte jetzt zweimal gemacht habe und deswegen ist noch so ein Stück übrig geblieben. Das hat ja die gleiche Farbe wie meine Karte. Und darauf stempel ich meinen Spruch. Ich mag es ja ganz gerne, wenn sich das alles so ein bisschen widerspiegelt oder schön zusammenpasst. Und deswegen mochte ich das ja so sehr an diesem Block, dass dieser Grünton mit diesen Pünktchen und dieser Grünton in diesen anderen Designpapier alles sich mal so toll widerspiegelt. Och, das passt alles so gut zusammen. Das macht das Kombinieren von Designpapier auch so einfach, ne? Das ist dann echt nicht schwer. Ja. So, die besten Wünsche trimme ich mir dann jetzt ungefähr auf 3/4 Inch. Dann passt das nämlich gut
in meinen Textstand so rein. Genau, muss man ein bisschen rumfummeln, weil der Spruch auch relativ groß ist, ne? Der ist von Viva Decor. Das ist ein Steppbesser, den ich wirklich, ja, schon öfters verwende. Jetzt drehe ich mir das um und schaue, wo ich Foamtape auftragen kann. Hier wieder meine Quadrate in 1 mm hoch. Genau, kurz überprüft, ob man auf der Rückseite irgendwie doch noch Foamtape sieht, aber nein. So, jetzt dekoriere ich mir noch ein bisschen die Karte mit meinen Glitzersteinchen. Ich habe hier so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Grünton das ist, aber das sind so Glitzersteinchen von Action. Und bei so einer größeren Karte kann ich auch so einen großen Glitzerstein nehmen und dann die nächstgrößere Größen. Und da platziere ich mir oben 3 Stück und dann noch in mein Oval 2 etwas kleinere. Und irgendwie kann ich hier nicht anders, nicht raus aus mir. Also nehme ich auch wieder für unten 2 Stück. Das ist ja so ganz häufig mein Standard. Oben 3, unten 2 oder andersrum. Ja, und wenn ich das gemacht habe, ist die Karte auch schon fertig. Und hier ist die andere Variante. Da habe ich aber den Rahmen nicht gemacht. Und ja, bei der zweiten dann schon. So, kommen wir zur Karte 30 bis 32. Habe ich hier auch schon alles vorbereitet. Ne? Wir haben hier Band von Action, schwarzen Stempelkissen, Stempel von EFCO. Und ja, das werden 3 Trauerkarten. Ich habe mir aus diesem unifarbenen grauen Designpapier ein Rechteck ausgestanzt und darauf stempel ich meinen Spruch. Ich hoffe, man sieht es, mein Rechteck ist so doppelgenäht. Genau. Habe ich irgendwie so ein bisschen, ja, kann ich gar nicht so richtig erkennen, ob ich gerade bin. Und ja, jetzt aber. Und das stempel ich jetzt mehrfach ab, damit er wirklich, also der ist ja ziemlich groß, ne, und habe dann meine Druckhilfe wieder nicht parat gehabt. Und ja, da muss man ein paar Mal drüber gehen. Und weil es halt eben so eine schwarze Karte ist, habe ich mir aus weißem Cardstock einfach so ein in ein Leger schon ausgeschnitten und mein Designpapier ist halt eben so, ja, so leichtes Grau und drüber sind so Federn und irgendwie, ja, denke ich, habe ich jetzt bei Federn irgendwie an Trauerkarten, weiß auch nicht warum, irgendwie ist das jetzt so drin, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so macht, aber ich finde, das passt und deswegen habe ich das gemacht. Ja, das platziere ich mir dann, wo mein Rechteck hin muss. Und was ich vergessen habe, rauszulegen, ist mein Vellum hier. Das ist so mein letztes Stück noch. Das ist so ein beschriftetes Vellum. Das ist von Kreativ-ID. Und das ist wirklich das letzte Stück hier. Und dann verdecke ich meinen Klebestreifen mit meinem Rechteck hier. Und man sieht das alles gar nicht. Und so liegt mein Vellum halt eben gut auf. Auf der Rückseite mache ich dann auch etwas Kleber drauf und knicke mir das so um. Denn Vellum kann man ja wirklich sehr schwer kleben. Man sieht das ja alles, weil es so dünn ist. Hier habe ich so ein schwarzes, ich weiß nicht, wie man das nennt, Pergament nicht. Ich komme gerade nicht so drauf. Auf jeden Fall ist es so schwarz und sehr, sehr dünn und durchsichtig, so leicht durchsichtig. Und das wickle ich mir dann so rum und klebt es dann mit Kreativbuntkleber fest. Schaue ich eigentlich hin. Mein Rand wird diesmal sehr, sehr dünn. Muss ich aufpassen beim Aufkleben. So, genau. Schwarze Karte, ein weißer Inneneinleger rein. So, dann binde ich mir noch ein Schleifchen und dann nehme ich lieber ein bisschen mehr Band als notwendig ist und schneide es vorher gar nicht ab, sondern ja, hier ist es ja eigentlich ganz gut gelöst, indem ich das zuerst binde und dann abschneide.
Und die Enden, ja, gehe ich mit Feuerzeug rüber, damit sie nicht auspflanzen. Ja, genau, das ist ja die, mein Glas. Das habe ich, glaube ich, habe ich mal in einem Video in einem Haul gezeigt, dass ich da gerne meine Bände aufbewahren möchte. Und da bei Action hatte ich auch diese Stiele dann gefunden, diese breiteren. Jetzt finde ich, die sind ein bisschen zu hoch oder mein Glas ist ein wenig zu niedrig. Die Lösung ist jetzt auch nicht so hundertprozentig super. Meine Bänder sind sowieso ein bisschen chaotisch organisiert. Die haben 3 Standorte. Das ist ein bisschen, muss man immer ein bisschen daran denken, wo was liegt. Manche, ja, vernachlässige ich. So, hier habe ich den Nouveau Drop Vintage genommen. Der trocknet mir schwarz matt aus. Und irgendwie, ja, gelingen mir die nicht so gut. Vielleicht braucht er ein bisschen Wasser. Vielleicht ist er ein bisschen zu fest geworden. Ich weiß nicht. Weil ließ er sich nicht so gut abklopfen. Und hier auf Vellum sind sie mir auch sogar ein bisschen verrutscht. Aber jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen muss, ich muss die Karte jetzt entsorgen. Das ist jetzt nicht perfekt, aber das ist noch annehmbar. Genau, ich weiß gar nicht. Ich bin manchmal sehr streng. So, und da ist die andere mit einem anderen Spruch. Liebe und Gedanken bleiben für immer. Spruch ist von Efko. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ne? So, jetzt kommen wir schon zur Karte 33 bis 35. Das ist ja der letzte Kartenlayout in diesem Video. Karten zur Konfirmation. Ich habe ja unglaublich viele Karten zum Geburtstag, Weihnachten jetzt auch, aber so diese Themen habe ich jetzt so angefangen, ein bisschen was zu machen. Und ja, das wären halt eben 3 Stück. Ich habe mich so für die blaue Range in diesem Designblock entschieden und habe dazu kombiniert Silber. Und genau, jetzt habe ich hier 2 Mattungen aus diesem Designpapier ausgestanzt. Das eine matte ich hier in diesen silbernen Effektpapier, das ist von Teddy, das ist so ein bisschen auch liniert. Man sieht es ja kaum, weil es so eine dünne Mattung hat. Aber den Innenteil habe ich mir schon mal rausgeschnitten, denn daraus kann ich mir irgendwas anderes ausstanzen. Dann habe ich aus den unifarbenen, ich sage jetzt mal rauchblauen Farbton, mir so einen Zweig ausgestanzt und habe den so ein bisschen eingeengt. Leider vergessen es zu filmen, denn ich habe hier schon um 6 Uhr morgens angefangen zu basteln, denn an diesem Tag konnte mein Mann die Kinder in die Kita bringen und dann dachte ich mir, fängst du gleich morgens an, dann schaffst du so viel. Genau, und deswegen habe ich ein paar Schritte vergessen, aber ich hoffe, seht mir das nach. Ich habe hier so ein silbernes Band, das ist auch sehr schmal und auch von AliExpress. Da stecke ich mir so durch den Text so hinten rum durch und klebe es dann auch fest, damit mir das nicht so stört beim Aufkleben. Das ist ja so ein bisschen glitzerndes Band und klebt nicht so gut. Deswegen nehme ich auf jeden Fall den Kleber von Kreativbund. Der hat mehr Klebkraft und schafft das dann auch. Ja, und dieses Kartenlayout habe ich wirklich schon super lange nicht benutzt. Hier sind auch relativ viele Schnitte drin, viele Unterbrechungen. War viel los, hat jemand diesen Morgen. Und ja, jetzt klebe ich mir das auf meine Mattung auf diesem eher so etwas wilderen Designpapier. Die Textstanz ist übrigens von Action. Die hat auch so einen wunderschön genähten Rand. Die mögen wir ja irgendwie alle, ne? So, genau. Band wird halt eben auf der Rückseite umgelegt und festgeklebt. So, dann lege ich das auf mein anderes Designpapier auf. Das hat ja so Pünktchen, also sprich die Rückseite von diesem floralen Musterpapier. Ich muss danach auf jeden Fall mir einen Kaffee machen. So. manchmal macht das mir mein Sohnemann, ne? Mein Schatzi. Aber ja, der spielt halt immer diesen wunderschönen Wetter draußen. Wir haben gerade 28 Grad. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Mai immer so schön ist und dann der Juni, Juli so lala. Und wir verpassen immer diesen Zeitpunkt, den Pool im Garten aufzubauen. Ja, ja, mein Hobby ist nicht nur basteln, wir haben auch noch einen Garten. Also man hat so viele Verpflichtungen eigentlich, ne? Wahnsinn. Und auf jeden Fall haben wir diesen Zeitpunkt, glaube ich, wieder verpasst. Denn ich wette, wenn wir das jetzt schaffen, irgendwann mal aufzubauen, sauber zu machen, Wasser zu füllen, kommt wieder diese Phase, wo es wieder so kalt ist, wo man den nicht nutzt und dann unnötig die Pumpe läuft. Und ja, naja, wir wohnen ja auch dort nicht. Es ist ja so ein Kleingarten. Das heißt, wir müssen auch immer dahin fahren. Ja, naja. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, wegen Kaffee. Genau, also so ein Mann kann mir keinen Kaffee machen. Muss ich gleich machen nach dem Video, weil ich denke mir so, ja, ich will jetzt keine großen Unterbrechungen machen, weil sonst bin ich dann raus. Und ja, also, jetzt habe ich ganz viel Blödsinn gequasselt. Ich habe
mein Zweig erhöht aufgeklebt. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn Blumen oder Zweige erhöht auf der Karte drauf sind. Ich finde das irgendwie total schön. Auch wenn es ein bisschen fummelig ist, wenn man so viele kleine Foampads darauf platzieren muss. Aber ich finde, das sieht so schön aus. Deswegen lohnt sich dann die Arbeit. Und dann mache ich halt eben so silberne Glitzersteinchen drauf. So ein paar mehr. Ich habe ja so viele davon. Und dann sind ja drei gleiche Karten geworden. Ne? Total schön. Und ich habe diesen weißen Stift genommen, um so ein bisschen Highlights zu setzen. So, jetzt sind wir schon am Ende. Und jetzt ist das ohne Schnelldurchlauf. Also jetzt seht ihr alle Karten nochmal ganz in Ruhe. Also alle 35. Und genau. Zwischendurch sieht ihr irgendwie so mein... Also ich trage ja zu Hause manchmal so Klamotten, mit denen ich ja nicht rausgehen würde. Dieses gestreifte Stillhemd ziehe ich manchmal dann zu Hause an. Entschuldigung, das ab und zu mein Bild zu sehen ist, das ist wirklich nicht mehr so schön. Da ist auch Bleiche drauf, weil ich meine Haare damit gefärbt habe. Also wenn man dann gerade so Haare färbt oder so putzt, ziehe ich nicht meine schönen Klamotten an. Deswegen sehen die nicht ganz so schön aus, aber ja. So, jetzt komme ich hier zu den Langkarten, wo das Happy so beglitzert und glänzend ist. Und mein Mann findet irgendwie diese Karte am allerschönsten. Seht ihr? Gar nicht die grüne, sondern die Aprikotfarbene, ne? So, und hier die ich zuallererst gebastelt habe, ne? Die mit den drei Quadraten. Ja. Na, was kommt denn jetzt? Ah ja, die für Taufe, ne? Davon habe ich jetzt 6 Stück gemacht. Mit diesen Embossing, das fühlt sich wirklich total weich an. Also man denkt wirklich so an eine Babydecke irgendwie. Also ich jedenfalls. Genau. Genau, 6 Stücke. So, dieses Layout habe ich ja ganz häufig gemacht. So, jetzt hier die Gameboy-Karte mit den Sonnenstrahlen im Hintergrund oder so ein Fokus setzt das auf diesen Gameboy noch mehr. Dann die B6-Karte oder Karten, das sind ja 2 geworden. Hier die erste, ne, die ist halt so ein bisschen in rosa und hinten halt eben ist das so grün, da habe ich Cardstock genommen, deswegen habe ich das hinten nicht jetzt nicht gemattet, das stört mich nicht. Nur innen drin hätte ich gerne noch diesen Rahmen gehabt. Naja, lässt sich jetzt nicht ändern. Und hier die 3 Trauerkarten. Ist mir gerade das Wort entfallen. Und dann hier die einzige quadratische Karte. Also bei 14,5 Karten hätte ich schon ein paar Briefumschläge da, ne? Aber da hätte diese Fensterstanze wäre dann total verloren gewesen. Deswegen habe ich das sein gelassen. Ja, und dann hier die grünen. Also grün finde ich irgendwie toll. Ne? Ich neige dazu, mal alles in Pink zu kaufen. Aber wenn ich dann so mit Grün bastel, gefällt mir das total gut. Gerade so mit Gold kombiniert. Und hier, ja, die letzten 3. Ne? Ich glaube, jetzt habe ich alle rausgeholt. Jo, ja, nur mal in Gesamtansicht. Und jetzt habe ich den Block hier aufgebraucht, weil ich wieder die Reste an eine von euch versenden würde. Und zwar, wie auch bei meinen anderen Videos, die erste... Die schreibt, ich nehme den Rest und dann irgendwas anderes noch dazu oder kann ich es dazu schreiben, wie du magst. Du bekommst es. Du musst über 18 sein und in Deutschland eine Adresse haben. Oder ja, Sitz in Deutschland. Klingt so merkwürdig, ne? Firmensitz in Deutschland. Naja, du weißt, wie ich das meine. So, ich packe hier ein. Es ist gar nicht so viel wie bei den anderen Malen, weil ich wirklich 35 Karten gemacht habe und die Langkarten nehmen auch immer sehr viel Papier mit ein. Aber vielleicht freust du dich ja trotzdem darüber und ja, ich würde dir das zuschicken. Du hast jetzt keine Unkosten deswegen und kriegst doch so ein Mäppchen von mir. Noch habe ich dafür einen Briefumschlag. Diese Mäppchen passen aber in die A4-Umschläge von Action nicht rein. Das finde ich total bescheuert. Ich habe mich welche gekauft und ja, umsonst. Passt nicht rein. So, aber jetzt genug geredet, Olga. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.